Captains Logbuch. Zuletzt habe ich mich damit beschäftigt, meine neuen Ressourcen, Eis, das ich gesammelt habe, an den Mann zu bringen. Und endlich habe ich tatsächlich auch eine Station gefunden, wo mein Kranich Eis verkaufen kann. Der zweite Kranich, den wir gekauft haben, der ist fleißig weiter am Silizium sammeln. Und auch da freue ich mich schon drauf, wenn dann die großen Gewinne letztendlich in meine Kasse gebracht werden. Auch habe ich die geometrische Eule, in der ich mich gerade befinde, endlich upgegradet und neue Ressourcensonden gekauft, die ich natürlich auch sehr, sehr gerne an den Mann bringen möchte. Dazu werde ich jetzt gleich anfangen, in diesem wunderschönen Sektor profitabler Handel 3 Ressourcensonden auszuwerfen, sodass dann auch klar ist, wo unsere Kraniche oder andere Miner weiterhin Ressourcen finden werden und wir dann auch wissen, wie viel wir da zu erwarten haben. Logbuch Ende. Und damit herzlich willkommen zurück bei X4 Foundations. Ja, lange ist es her, dass ich gespielt habe. Ich war auch ein paar Tage krank, so muss man es leider sagen. Und ab und zu werdet ihr mich noch husten hören. Aber es ist, Entschuldigung, alles nicht so schlimm. Ich lebe noch und das ist gut so. Nichtsdestotrotz werden wir uns jetzt mal die ein oder andere Stelle hier raussuchen. Autopilot eingeschaltet. Und dann den die Ressourcensonden raushauen. Ich sehe aber schon Eis hier herumschweben. Das heißt, hier dürften wir auch weiterhin von Eis ausgehen. Auch habe ich beim letzten Mal festgestellt, dass ich leider nicht alles an Eis verkaufen konnte, was ich verkaufen wollte. Aha, aha, gucken wir mal hier. Ausgeschaltet. Aufstellen, Ressourcensonde. Und das sieht doch schon mal ganz gut aus. Also hier Silizium, 1,1 oder sowas. Wasserstoff, Erz, Helium. Das sieht schon mal nicht ganz verkehrt aus. Das sieht schon mal nicht ganz verkehrt aus. Autopilot eingeschaltet. Ja, und 20 von den Biestern haben wir an Bord. So dass wir doch zum Schluss die ein oder andere Barke ausgebracht haben werden. Und dann kommen wir endlich mal wieder dazu, hier ein bisschen X4 Foundation zu spielen. Ja, beim letzten Mal ist es auch so gewesen, dass die Argonische Föderation irgendwie sauer auf mich war und mich beschossen hat, die Polizei zumindest, weil ich nicht schnell genug, glaube ich, die verbotenen Gegenstände in meinem Frachtraum ausgestoßen habe. Und dann haben die einfach angefangen, auf mich zu schießen. Habe ich mir natürlich nicht gefallen lassen und habe einfach zurückgeschossen, was natürlich auch nicht so gut gewesen ist. Ja, aber gut. Sie haben es überlebt, ich habe es überlebt. Piratenbasis. Wow. Autopilot ausgeschaltet. So, auch hier. Hier haben wir relativ viel Eis. Das brauchen wir erstmal gar nicht so. Gehen wir mal dahin. Autopilot eingeschaltet. Ja, ich weiß gar nicht. Eis war bei 29 Credits oder irgendwas. Pro Einheit, also nicht ganz so viel. Na komm. Autopilot ausgeschaltet. Wir fliegen einfach selbst. Das macht's doch einfacher. Ja, und auch das gehört dazu. Und zu mal ein bisschen einfach rumfliegen und neue Farmgründe schaffen, Erkundungen durchführen. Schauen wir mal. Da stehen wir ungefähr. Das ist in Ordnung.
Bauen wir auch hier eine raus. Es ist ja nur grob, ne? Man muss es ja nicht zu 100% ausfüllen. Eis, relativ viel Wasserstoff, Erz, Silizium. Ja, ist in Ordnung. Tja, und wenn man sich vorstellt, dass das hier vielleicht doch irgendwann mal in, keine Ahnung, 50, 60, 70, 80, 100 Jahren Realität werden könnte. Wobei ich jetzt auch gehört habe, dass sie die ISS ja auslaufen lassen wollen, weil sie festgestellt haben, die ISS ist zu groß. Und das ist natürlich traurig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ja, vielleicht auch verständlich. Komm, ticken weiter, fliegen wir noch. Ja, so sieht's gut aus. Aufstellung, Ressourcensonde, Hammer. Ja, hätten wir schon fast da stehen bleiben können. Eis, relativ viel. Ja, bewegen wir uns mal hier hin, an die Stelle. Ah, die Flugunterstützung wieder an. Leerer Raum. Hätte ich so einen leichten Knick in der Optik, ne? Als würden wir uns so links davon wegbewegen. Das ist auch, weil die Partikel oder was auch immer hier in diese Richtung fliegen und nicht in diese Richtung. Also, jetzt hätten wir hier Seitenwind. Ich glaube, es lag daran, dass ich die Flugunterstützung oder Steuerung ausgeschaltet hatte. So, was haben wir hier? Wiederum Eis, eine ganze Menge. Oh, gut, fliegen wir nochmal dahin. Na, schalten wir die Waffen aus, die brauchen wir ja gerade nicht. Leerer Raum. Ja, hier sieht es eher nicht so aus, als hätten wir relativ viel Ressourcen zu erwarten. Mir den hier vorhin angezeigt. Ist nichts zu erwarten. Oh, da ist sie. So. Ressourcensonde.
Selbstzerstörung, nein. Deaktivieren. Und einsammeln. Okay. Ja gut, dann fliegen wir noch hier vorne hin. Autopilot eingeschaltet. Und dann gucken wir mal, was da denn so rauskommt. Ja, und die Kraniche, die sollen natürlich hier die neue Stütze, das Rückgrat meiner Firma werden, der Snoo Corporation, die mir hoffentlich guten Profit einbringen. Kommt der Ferengi mir wieder durch? Leerer Raum. Autopilot ausgeschaltet. Da kommt der Ferengi mir wieder durch. So. Ressourcensonde. Naja, Wasserstoff, Silizium. Hier haben wir relativ viel. Das heißt, hier könnten wir auch hin und unseren Kranich mal dahin bewegen. Sieht nämlich so gar nicht verkehrt aus. Ja, und hier müssten wir natürlich auch mal gucken, was wir hier so Schönes finden. Also auch da können wir uns mal hinbewegen. Autopilot eingeschaltet. Während wir hier unseren Kranich haben, den einen zumindest. Der wartet da, genau, der hat ein bisschen Eis verkauft. Wir brauchen aber noch mehr Eis. Da müssen wir mal gucken, wo hier noch Eis gekauft wird, ne? Wollen die alle kein Eis haben hier? Erreiche profitabler Handel 4. Also hier wird noch Eis verkauft. Angreifen, nee. Das sind die Hopp. Muss ich auch nochmal reingucken. Was denn die Hopp sagen? Hopp minus 15. Ah, Heiliger Orden des Phönix. Ne, Pontifex. Was ist denn, wenn wir da anfangen und Sachen verkaufen wollen? Verlieren wir dann unseren Andocken und Warten? Nee. Das ist mir zu risikobehaftet. Eis haben wir da vorne. Ich möchte gerne Eis haben. Ja, Eis ist da hinten. Ja, oder da, wo wir sind, ne? Aber die wollten nicht so viel haben, die Burschen hier. Handel mit Teladi. Bestätigen. So, wir machen unser Laderaum langsam ein bisschen leer, aber es bringt halt nicht so viel, ne? Also, die wollen alle nicht so viel Eis haben. Kauft Eis! Hier, da hinten. Die wollen Eis haben.
Wer wird wen vernichten? Erreiche System 18 Milliarden. Sehr schön. Autopilot ausgeschaltet. So, machen wir das mal ganz kurz alles aus hier. Dann sehen wir ja wieder die Karte hier nicht. Nee. Da, die geometrische Eule nehmen wir und... Autopilot eingeschaltet. Ja, wir müssen mal sehen, dass wir den Frachtraum da leer kriegen. Und schön wäre natürlich auch hier, wenn wir den Autopilot ausgeschaltet automatischen Handel einfach hinkriegen und dass er das dann einfach da im System auch verkauft. Ne? Aber die, wenn die nicht wollen, dann wollen die nicht. So, Bergbau, jetzt sehen wir das wieder. Okay, also hier haben wir Methan, eine ganze Menge. Hier hinten ist noch ein bisschen was. Autopilot eingeschaltet. Der Rest sieht nicht danach aus. Als würde es hier noch groß irgendeine Art von leerer Raum Ressourcen geben, die wir abbauen können. Aber hier Nebel sehen wir ja, Methan, ganz viel. Ja, und es ist schon ein bisschen time-consuming, wie man so schön sagt. So, da kommen wir langsam in die Richtung. Noch knappe 60 Kilometer. Autopilot ausgeschaltet. Okay. Methan, Helium, Silizium. Ja, okay. So, wie sieht's hier aus? Ja, da ist auf jeden Fall ein bisschen mehr. Autopilot eingeschaltet. So, und den Kranich gucken wir uns jetzt auch nochmal an. Gefüllt mit Eis ist der Bursche da und der hier, der füllt seinen. Tank, hätte ich fast gesagt, sein Lagerraum. Noch mit Silizium, so hoffe ich zumindest. Ja, ein bisschen was dazugekommen, aber es dauert halt ewig lange. Und dann ist es natürlich auch eine wertvolle Beute, ne? Das darf man auch nicht unterschätzen. Feststoff, Silizium, 1604. Ja. Das ist natürlich etwas, was wir zwingend brauchen. Weil wir auch noch mal in unsere Flotte insgesamt gucken müssen. Eins, zwei, drei, vier, fünf Honigfresser haben wir noch. Ein Drill. Ja, die sind alle irgendwie draufgegangen, angegriffen worden. Ja, und dann möchte ich natürlich auch noch ein bisschen weitermachen mit der Erforschung, jetzt wo wir Mitglied einer Handelsgilde sind. Autopilot ausgeschaltet. Macht es ja vielleicht auch Sinn, noch weitere der Missionen da zu erfüllen.
So. Gucken wir mal da vorne hin. Was denn hier unser Kranich so macht. Er sieht eher aus wie eine Qualle, ne? So ein bisschen. So richtig sieht er nicht aus, als würde er arbeiten. Doch, jetzt bewegt er sich wieder. Naja, gibt uns mal die Chance, auf jeden Fall hier schon mal die neue Markierung zu setzen. Nee, nicht für den Kranich, sondern bitte für die Eule. Na gut, ist halt ein langsames, behäbiges Schiff, ne? So könnte man es sagen. Ja, ein bisschen ärgerlich, dass man tatsächlich nicht so viel Eis verkaufen kann. Ich hatte ja den Fehler gemacht und erst nach Wasser gesucht, was ich verkaufen wollte. Aber aus Eis wird natürlich Wasser gemacht. Oder für Hightech benötigt, um das Ganze auch leerer Raum. Zu kühlen oder wie auch immer. Ne? Also nicht, dass ihr immer denkt, ich würde irgendwelche Asteroid. Ja. Das brauchen wir jetzt nicht. So. Irgendwelche Sätze vergessen, zu Ende zu sprechen. Das wollte ich sagen. Meine Güte. So, das haben wir auch. Hier zum Beispiel sehe ich jetzt überhaupt nichts, was abräumbar wäre. Aber ich sehe hier ein weiteres Sprungtor. Ja, dann machen wir uns mal auf den Weg dahin und erkunden nochmal ein paar weitere Räume. Wenn wir schon hier sind, können wir auch nochmal hier reingucken. Produktionsmodul Hack. Nicht genügend Ressourcen. Was fehlt denn? Elektronikkomponenten, Graphen, Smart Chips. Erreiche System. Leuchtendes Versprechen. Ja, da wärst du jetzt eigentlich ganz schön, wenn das einfach eingekauft werden würde, ne? Center Alpha. Ja, da wollten wir, glaube ich, auch hin. Genau, da kommen wir auch gleich an. Mhm.
Genau, hier sind meine ganzen Sachen, die ich nicht haben darf. Alle in Rot. Nachrichten. Autopilot ausgeschaltet. Und das Transaktionslogbuch. Na gut. 18.000 Credits für die bisschen, für das bisschen Eis sozusagen, ne? Ja, da kümmere ich mich gleich drum. Ich will jetzt hier noch einmal ganz kurz zu unserer Handelsstation. Überfallgruppe. Xenon. Ist natürlich nicht so gut, wenn da jetzt schon so viele Xenons sind. Fordere umgehend Verstärkung an. Verarbeite das. Das hätten sie wohl besser nicht getan. Schön, wie die da alle am Ballern sind. Ich habe bloß keine Ahnung. Wir speichern mal. Aber es sind ganz schön viele, wenn ich das mal so sagen darf. Datensprung, Sonne, Container, erweiterter Satellit, Aspis, Plünderer, erweiterter Satellit, E. Oh, das ging ja sogar noch. M. Erweiterter Satellit. Ja, nice. Also mal wieder das ein oder andere kleine Gefecht und der Rest der Burschen scheint Satellit. Weg zu sein. Verteidigungscontainer. Da hinten ist noch einer. Hey. Autonome Notfalldrohne. E. Lasst uns auf die Jagd gehen.
sieht aus wie eine Schabe, das Ding. Verteidigungsdrohne. Da gab es jetzt keinen Loot in dem Sinne, aber gut. Man kann auch nicht immer Loot haben, ne? Aber ja, gut, das soll es gewesen sein für diese Folge. Also ein bisschen was gemacht, ein bisschen gekämpft, ein paar Ressourcensonden ausgebracht. Und ja, gleich werden wir uns mal in diesen Raum hier bewegen. Und das ein oder andere, würde ich sagen, dann dementsprechend noch erforschen, was das Sprungtor hier so mit sich bringt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, gerne eure Kommentare. Ja, kommt auf den Discord-Server, Instagram, Twitter, Twitch und dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao und bye, bye.